Ja, moin Leute, herzlich willkommen zur nächsten Folge F1 2014 und es geht weiter mit dem USA-Szenario in Texas. Wir wollen uns angucken, was sich dahinter verbirgt. Nutze die Safety-Car-Phase zu deinem Vorteil und fahr aufs Podium. Also, das Wochenende hatte gut begonnen, aber nach einer Reihe von Fehlern liegst du im Rennen momentan auf dem enttäuschenden 6. Platz. Doch, das Glück scheint auf deiner Seite zu sein. Nach einem Zwischenfall in der Schlussphase ist das Safety Car auf der Strecke. Das Feld rückt zusammen und du bist wieder voll im Rennen. Kannst du die Lage zu deinem Vorteil nutzen und aufs Podium fahren? Also, das Podium ist gefordert von Platz 6 auf Platz 3. Das sollte machbar sein, wenn alles nah beisammen ist. Und ja, ich bin mal gespannt. Aber mach mir da jetzt keine großen Gedanken. Das sollte normalerweise hinhauen. Ja, generell habe ich jetzt in dieser Aufnahme überhaupt nicht viel Zeit. Ich musste das jetzt nochmal kurz vor knapp alles dazwischen packen. Und deswegen auch das Training morgen wird ein bisschen kürzer werden. Die Karten sind neu gemischt. Die ersten drei Plätze sind wieder offen. Safety Car in dieser Runde. Wer wird heute auf dem Podium stehen? So, Williams ist das, ne, was wir hier haben. Das Safety Car hat das Feld zusammengedrängt und das Team hat eine Zielvorgabe aktualisiert. Fahr aufs Podium, werde mindestens Dritter. So, in dieser Runde kommt das Safety Car rein. Na, dann können wir auch das fette Gemisch anlassen. Also, bis zu Alonso müssen wir fahren. So, die hinten haben sich noch gar nicht eingereiht, aber die sind ja auch alle uninteressant. Und danach haben wir 3 Runden Zeit hier in USA, also in Amerika, hier richtig Gas zu geben. So, ein Knick noch und dann ist die Kurve, wo die Box ist und dann müsste es dann losgehen. Ne? Du darfst nicht zu viel Zeit. Erst ab Startziel? Aha. Wow, 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 wow. Das war aber mal die Brechstange, da war ich schneller als ich dachte. Entschuldigung. Entschuldigung, Rosberg. Ja, jetzt ist nur noch der Hamilton vor uns. Wer weiß, vielleicht können wir uns den auch noch schnappen, auch wenn der natürlich leichte Vorteile hat, was das Auto angeht. Magnussen, ne? Ist das wirklich ein Williams? Ne, was ist denn das? Doch. Magnussen, Magnussen, Magnussen. Ich glaube schon, ne? Ach, Hamilton ist hinter uns. Ach, Entschuldigung, dann muss das... Dann wird das wohl... Rosberg sein vorne, wa? Naja, wer es auch immer ist, kann uns egal sein. Großartig, du bist der Schnellste in Sektor 1. Du leistest hervorragende Arbeit. Danke, danke, danke. Gerne, gerne, gerne. So, und jetzt wollen wir zusehen, dass wir hier diesen zweiten Platz verteidigen. Bis aufs Blut. Platz 1 ist weg. Ja, der ist schon, hat schon so viel Abstand. Eieiei, da habe ich jetzt aber vergessen, mal
doch mal ein bisschen auf die Bremse zu treten. Da waren wir doch ein bisschen zu schnell bei den Kurven. Wow, Hilfe! Hab mich schon fast erschrocken. Ja, und das Wochenende, das Rennwochenende, was uns jetzt bevorsteht, von Freitag bis Sonntag, jeweils 12 Uhr die Folgen, das wird ja, ja, also ist, ich habe mir da schon sehr viel vorgenommen, nachdem wir hier den zweiten Platz geholt haben in Sochi, sollten wir auch in Texas eigentlich gute Karten haben, möglichst weit nach vorne zu kommen, vielleicht sogar Platz 1. Ansonsten Platz 2 wäre auch schön. Hauptsache, wir können hier auf Alonso ein bisschen was aufholen. Oder ihn sogar überholen. Das wäre wichtig. So, und hier geht es auch schon in die letzte Runde. Diese letzte Kurve ist so nervig. Eieieiei. Mit dem hätte ich ja gar nicht mehr gerechnet. So, und wenn wir hier zwei Plätze verlieren, dann ist das Szenario gescheitert. Das wäre natürlich noch geiler. So, Alonso ist an Hamilton vorbei. Aha. So. Hier geht es aber nicht dran vorbei. Ich meine, ist klar, ne? Mit dem Auto, was soll man machen? Ist jetzt kein Auto, mit dem man immer auf Platz 1 fährt oder aufs Treppchen. So, der Rosberg, der dürfte jeden Moment übers Ziel, durchs... Ja, da ist er. Und wir holen immerhin Platz 2. Platz 3 war gefordert. Und... Ja, wunderbar. Also, dieses Szenario haben wir mit Bravour bestanden. Der Start war ein bisschen ruppig. Ah, das tut mir auch leid, aber... Naja, ist ja nur ein Szenario. Ne? Sonst passiert uns sowas ja nicht. Gut, Leute, also dann würde ich sagen, sehen wir uns dann morgen am Freitag um 12 beim Training und dann natürlich Samstag Qualifying, Sonntag Rennen. Und ich habe ein gutes Gefühl. Also macht's gut, wir sehen uns. Ciao.